Hey Leute, heute für euch 8 krasse Dinge, die man mit Kleber machen kann. Los geht's! Nummer 8. Kleber selber machen. Bevor wir euch zeigen, was ihr so alles mit Kleber anstellen könnt, zeigen wir euch erstmal, wie ihr euren eigenen Kleber herstellt. Gebt dazu einfach 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Zucker in eine Schüssel. Gebt nun immer wieder ein wenig Wasser hinzu, bis euer Gemisch die typisch klebrige Konsistenz erreicht hat und fertig ist euer Selfmade-Kleber. Weiter mit der Nummer 7. Roter Schleim. Gebt jede Menge flüssigen Kleber in eine Schüssel. Anschließend verrührt ihr den Kleber mit etwas Farbe. Dazu eignet sich am besten Acryl oder Lebensmittelfarbe. Wenn sich der Kleber und die Farbe gut miteinander vermischt haben, gebt ihr etwas Weichspüler hinzu und verrührt wieder alles miteinander. Dies wiederholt ihr jetzt so lange, bis sich der Weichspüler nicht mehr mit dem roten Kleber vermischen lässt und der Kleber eine schleimartige Konsistenz bekommen hat. Für den nächsten Schritt zieht ihr jetzt besser Handschuhe an. Holt den Schleim aus eurem Gefäß und fangt an, ihn zu kneten, bis er fest wird und sich keine Flüssigkeit mehr herausdrücken lässt. Nach ca. 10 Minuten Dauerkneten ist euer Schleim dann fertig. Oh, ist der schön! Und die Nummer 6. Becher aus Heißkleber. Um einen Becher aus Heißkleber zu machen, braucht ihr erstmal eine Vorlage. Nehmt dafür zum Beispiel ein Glas oder eine kleine Glasschüssel. Dreht euer Glas nun auf den Kopf und zeichnet den Boden des Glases mit Heißkleber nach. Wenn der Boden getrocknet ist, könnt ihr anfangen, Linien vom Boden zum Kopf des Glases zu malen und diese dann zu verbinden. Achtet darauf, dass eure Heißkleberlinien nicht zu dünn werden, denn sonst wird euer Becher nicht halten. Zum Schluss müsst ihr noch an der Oberseite des Glases eine dicke Abschlusslinie zeichnen, die dafür sorgt, dass alle anderen zusammenhalten. Lasst das Glas nun einige Minuten abkühlen und löst dann den Heißkleber vorsichtig vom Glas. Tada! Euer Becher ist fertig und ihr könnt ihn nun zum Beispiel mit ein paar Gummibärchen befüllen oder worauf ihr sonst eben so Bock habt. Und weiter geht's mit der Nummer 5. Kleiderhaken-Tuning. Nehmt einen Kleiderhaken aus Holz und zieht mit einer Heißklebepistole 2 gewählte Linien vom Haken bis zur Spitze. Wenn das Ganze nach ein paar Minuten getrocknet ist, könnt ihr nun sogar Kleider aufhängen, die sonst immer wieder heruntergefallen wären. Praktisch, oder? Und die Nummer 4. Magnetischer Schleim. Jetzt wird es magisch. Gebt wieder Kleber in eine Schüssel, spült nun eine der leeren Klebertuben mit etwas Wasser aus und gebt dieses ebenfalls mit in die Schüssel. Nun müsst ihr alles gut miteinander verrühren. Gebt jetzt Weichspüler und anschließend Speisestärke hinzu und verrührt wieder alles gut. Jetzt kommen wir zur magischen Zutat, dem Eisenpulver. Gebt davon so viel in euren Schleim, dass ihr eine graue Masse erhaltet. Wenn ihr jetzt einen Magneten über den Schleim haltet, beginnt die Zauberei. Kommen wir zu 3. Rutschfeste Hausschuhe. Habt ihr auch solche Schlappen zu Hause? Ziemlich rutschig, oder? Mit einem einfachen Trick könnt ihr dafür sorgen, dass ihr damit nie wieder auf die Nase fliegt. Dreht die Hausschuhe um und zeichnet mit Heißkleber auf die Unterseite so eine Wellenlinie. Wenn der Kleber getrocknet ist, könnt ihr in eure Schlappen schlüpfen und sicher umherlaufen. Das Ganze funktioniert im Übrigen auch mit einer Fußmatte, die immer verrutscht. Einfach Heißkleber auf die Unterseite trocknen lassen und fertig ist die rutschfeste Fußmatte. Nummer 2. Dekogläser. Nehmt ein Glas und zeichnet oder malt mit etwas Heißkleber darauf. Wenn euer Kunstwerk getrocknet ist, könnt ihr dem Ganzen etwas Farbe verleihen und mit ein wenig Übung lassen sich damit solche schicken Dekogläser erstellen, welche ihr zum Beispiel als Stiftehalter verwenden könnt. Und damit wären wir auch schon bei der Nummer 1. Wasserbombe. Ja, auch eine Wasserbombe kann man aus Kleber herstellen. Gebt dafür wieder ausreichend Kleber in eine Schüssel, füllt etwas Wasser hinein und verrührt beides miteinander. Der Kleber wird nun zu einer festen Knete. Holt diese aus der Schüssel und drückt das restliche Wasser heraus. Jetzt stülpt ihr die Kleberknete über einen Wasserhahn und lasst vorsichtig Wasser hineinlaufen. Wenn euch eure Wasserbombe groß genug ist, stellt ihr das Wasser ab und löst die Wasserbombe vom Wasserhahn. Achtet dabei darauf, dass ihr die Öffnung der Wasserbombe zudrückt, damit kein Wasser hinauslaufen kann. Na, Lust auf eine Wasser- oder Schleimschlacht? Dann teilt das Video schnell mit euren Freunden, damit auch die ihre eigenen Wasserbomben bauen können. Das war's für heute. Bleibt gesund, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.